Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute Mini Airways an. Das ist ein Spiel, wenn ihr mal Fluglotse sein wollt, aber vielleicht jetzt nicht ganz so ein strenges Umfeld haben wollt wie Watsim. Und im Prinzip geht es darum, ihr bekommt die Flugzeuge, also wie wir es jetzt hier da so sehen, in die Karte reingeschmissen und ihr müsst sie natürlich entsprechend zu der Landebahn hinbewegen und ohne, dass sie dann halt irgendwie kollidieren. Solche Spiele gab es schon, ich glaube Mini Airport oder so hieß das andere. Gab es auch fürs Handy, wo man das machen kann, aber das Spiel hier, das treibt es noch ein bisschen weiter. Klar, das Grundprinzip ist das gleiche, Flugzeuge kommen rein, ihr müsst zum Landen bringen. Parallel dazu habt ihr auch noch startende Flugzeuge. Aber wir können noch ein paar mehr Sachen machen, wie zum Beispiel so Warteschleifen, wir haben Waypoints zum Setzen, wenn wir sie denn wollen. Bei den Flugzeugen ist es so, dass wenn die hier starten und hier zum Beispiel diesen blauen Kreis haben, dann haben wir auf der Karte blaue Waypoints, die müssen dahin. Es gibt dann auch noch einen Hardcore-Modus, dann ist dann auch noch Spritten-Thema, Flughöhe, Geschwindigkeit, Windrichtung und so weiter. Also man kann das noch ein bisschen aufs Extreme rausbringen. Und es gibt Community-Mods sowie Community-Karten. Jetzt momentan kriegt man die alle auf dem Discord-Server. Es ist es aber dann geplant, dass es dann hier dann über den Steam Workshop geht. Also wenn ihr da jetzt schon Mods haben wollt und Community-Karten, dann müsst ihr jetzt erstmal auf den Discord-Server gehen. Wenn das Video draußen ist, kann schon sein, dass der Patch schon da ist und dann läuft es über den Workshop. Nur damit ich das schon mal gesagt habe. Okay, wir spielen jetzt erstmal die ganz normale Variante ohne irgendwelche Extras, aber die ist auch schon gut. Wir gehen hier auf Spielen. Und jetzt haben wir hier die unterschiedlichen Flughäfen, damit den normalen Modus, später den Hardcore-Modus und Sandbox. Wir gehen normal und die Anfangskarte ist London. Da haben wir nur einen Runway, den wir hier steuern. Wir gehen aber gleich weiter auf New York. Da haben wir gleich zwei Runways. Haben wir schon ein bisschen reingespielt, beste Punktzahl bis jetzt 38, weil dann habe ich aufgehört. Beziehungsweise sollen wir vielleicht Shanghai machen? Ja, machen wir zuerst mal New York. Okay, mitten im aufwendigen New York liegt der Flughafen LaGuardia, der für sein kompaktes Design bekannt ist. Sorge auf diesem anspruchsvollen Flughafen für sichere Flüge und genieße gleichzeitig den Blick auf den Hudson-Fluss. Stichwort Hudson. Es gibt auch ab und zu Events, die passieren können, wie zum Beispiel die Hudson River Landung, die nachgestellt sind. Hatte ich bis jetzt noch nicht, aber im Trailer auf der Steam-Seite sieht man das. Okay. So, das da sind unsere zwei Runways. Und da seht ihr, von links kommt ein Flugzeug, da ist unser erster Waypoint. Flugzeug grün, möchte da gern hin. Jetzt zieht es da hin. Und er startet hier. Okay. Das Flugzeug soll erstmal hier runterfliegen. Das Schöne ist, hier wird alles mitkommentiert. Damit sie entsprechend ein bisschen an Realismus drin hat. Und man muss dann auch auf die Winkel achten, wie die hier auf den Runway reinfliegen. Weil wenn es zum Beispiel zu steil ist, dann sagt auch das Flugzeug, je, nee, das geht nicht. Ich muss da anders anfliegen. So. Dann machen wir es mal gegenüber. Du startest. Und jetzt ist natürlich noch alles schön ruhig. Ah, ich glaube, ich möchte nicht, dass die das so machen. Ich demonstriere das mal ganz. Ah, ich will jetzt da hinten. Geht gar nicht vorne rein. Da. Seht ihr, das ist zu steil. Da muss er erstmal ein bisschen rumfliegen. Und das ist auch geil. Wenn die auf Kollisionskurs sind, dann gibt es hier gleich natürlich entsprechend einen Traffic Alert. Sehr geil gemacht. Okay, du startest schon mal. Die Flugzeuge hier in dem Kreis, die kann ich gerade rausziehen. Alle anderen, die müssen noch warten. Wobei es gibt dann später Upgrades, wo dann zwei Positionen hier hat, wo ich die dann wegziehen kann. Und das Spiel ist vorbei, sobald ein Flugzeug kollidiert oder hier die Warteschlange zu voll wird. Flugraum wird auch immer größer. So, du startest zwischendrin mal. Du machst auch schon mal den Landeanflug, bitte.
Der Kollege muss kurz warten. Oh, ich sage mal, du kannst schon mal starten. So, du fliegst mal direkt zum Waypoint. Und der Hardcore-Modus, der ist noch wirklich interessant, wenn man dann hier mit Flughöhen spielen muss. Und Flugzeuggeschwindigkeiten. Und ich bin schon sehr gespannt, was alles am Mod technisch noch alles dazukommt. Es hat auf jeden Fall ganz gut Potenzial hier. Ja, du fliegst dahin. So, jetzt haben wir ja die erste Upgrade-Möglichkeit. Wir können entweder den Luftraum vergrößern, wir können die Wartezone unten vergrößern oder einen sogenannten Navigationswegpunkt hinzufügen. Sprich, wenn die dann hier vom Runway hier starten, dann können wir hier schon mal einen fixen Waypoint definieren, wo die hinfliegen sollen. Und dann können wir sie weiter machen lassen. Aber fürs Erste sage ich mal Wartezone, damit ich hier mehr Puffer habe. Vector to destination. Und dann schauen wir mal, wie viele Flugzeuge ich hier im ersten Durchgang schaffe. Und je nach Flughafen haben wir dann auch Spezialterrain, wo die Flugzeuge nicht reinfliegen dürfen und so weiter. Es ist doch recht umfangreich. Am Anfang dachte ich, okay, das ist wirklich nur das Standard hin und her schieben, dass sie da landen und nicht kollidieren. Aber sie haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Sehr. Ja, das war ein bisschen zu früh für ihn. Muss ich aufpassen, dass sich die beiden hier nicht kollidieren. Habe entsprechend schon die Warnung jetzt hier bekommen. So, ich denke mal. Watch boundary, watch boundary. Sie dürfen natürlich auch nicht nach draußen fliegen. Das ist natürlich auch ein No-No. Cleared for takeoff. Cleared to land. So, du kannst dem hinterher fliegen. So, und wir haben da noch. Ich glaube, den werde ich dann gleich so starten lassen. Knappe Sache. Liebe echte Flutlotsen, habt's Erbarmen mit mir. So, der nächste fliegt mal da runter. Du startest. Watch boundary, watch boundary. Oh, shit, haben wir vergessen. Sorry. Vector to destination. Vector to destination. Vector to destination. So, du startest aus der Richtung, bitte. Und bitte lande an Flug. Und es wird wieder größer. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir dann hier ein bisschen Platz haben zum Rummanövrieren. Clear to land. Runway 04. So, grüner Kollege, was raus mit dir? Okay, Ausgang, die Flugzeuge hinter der Warteschlange sind dann vorzeigen Abflug. Sprich, wir haben hier einen zweiten Point, da können wir die Flugzeuge aussuchen. Ich gehe jetzt mal beschleunigen, das Flugzeug macht schneller eine Kurve. Effekte können gestapelt werden. Finde ich gut. Vector to destination. Die Passagiere finden das vielleicht nicht so geil. Ist mir aber egal, ich bin nur der Fluglotse. Und der Kollege wird so rausstarten. Cleared for takeoff. Knapp. Vector to destination. Du fliegst so bitte. Gerne mal, Kollege, starten. Runway 1-3. Runway 04, clear to land.
Vector to destination. Ich finde es ja noch so geil, dass ich die Richtungsangaben entsprechend macht, wenn ich sage. Fly heading 045. Fliegt da oben hin und die sind auch wirklich entsprechend angepasst, je nachdem, welche Richtung ich dann angebe. Cleared for takeoff. Du startest mal so raus. Runway 22, clear to land. Traffic, traffic. Ja, wobei, das finde ich jetzt auch wieder uncool. Fly heading 125. Sieht das so aus? Cannot comply. Nee. Angle too steep. Ja, braucht da noch ein bisschen clear Luft. Take-off. Oh, das ist auch ein bisschen knapp von mir. Clear to land. Runway tree 1. Traffic. So. Clear for takeoff. Runway tree 1. Du Kollege, hier runter bitte. Vector to destination. Ab zum Vektor. Und einen grünen Kollegen. Dann warten wir noch schnell auf den hier. Du, clear to land. Nice. Die Warteschlange ist wieder leer. Du, Kollege, einmal da runter. Du, starten. Einmal Waypoint. Bitte, danke. Und dahin. Ihr könnt natürlich jederzeit auch das Spiel pausieren. Oder natürlich beschleunigen. Ja, wisst ihr was, wir machen das so. Du landest. Nein, kann sie mir nicht geben. Okay, vergrößert den Luftraum. Ermöglicht Flugzeuge, die hinter der Warteschlange einen vorzeitigen Abflug. Wartezone. Ich glaube, ich mache das da. Dann kann ich mir die Flugzeuge aussuchen. Vector to destination. So. Fly heading 240. Clear to land. Du kannst so landen. Cannot comply. Angle too steep. Echt jetzt? Ah, jetzt geht's. Runway okay, 04. Wir fliegen dann so raus. Damit du da nicht hier in den Weg kommst. Fly heading 345. Und einmal direkt dahin. Oh, das könnte aber eng werden mit euch beiden. Oh, geht sich das aus? Oh, 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 oh. Gerade noch so. Ah, shit. Ah, das war too much. Ich wollte eine Karte freischalten. Shanghai und Dali. Da brauchen wir insgesamt 45. Okay, wisst was? Ich tue nochmal Shanghai hier freischalten. Und dann schauen wir uns die Karte noch an. Und danach zeige ich euch mal den Hardcore-Modus, beziehungsweise den etwas realistischen Modus. Der hat's in sich. Also, kleiner Cut. Cleared for takeoff. Fly heading 185. Vector to destination. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1539. Hit birds, we lost thrust in both engines. We're turning back towards LaGuardia. Holy shit, we have that event. Unable. 275. Holy shit, es ist soweit. Clear to land. Gut, da kann ich jetzt vermutlich jetzt gar nichts machen, ne? Clear to land. Oh, holy shit, das ist ja heftig. We got both of our engines rolling back. We may end up in the Hudson. Ah, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir es jetzt hier haben. Alter, wie geil ist das denn? Ich frag mich, ob das auch so... Cactus 1539. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Clear to land. Boah, ich wünschte, ich könnte mit dem da irgendwie quatschen. Fly heading 155. Okay, ignore last one. We are too low at this point. Can't do it. Clear to land. Runway tree 1. Alla, wie krass. 120.
supply. Angle too steep. We're gonna be in the Hudson. Pull up. Ja, Hut ab. Und da ist das Flugzeug unten. Ja, heftig. Am 15. Januar 2009 geriet ein Airbus A320-214 des Fluges 1549 der SO Airways während seiner Aufstiegs in einen Funkenschlag mit kanadischen Gänsen, was zum gleichzeitigen Abschalten bei der Triebwerke führte. Da der Strom des Flugzeugs völlig ausfiel, beschloss die Besatzung, eine Notlandung auf der Oberfläche des Hudsonflusses durchzuführen. Unter der ruhigen und mutigen Führung des Captain Chesley Sully, Sullenberger, landet das Flugzeug nur 6 Minuten nach dem Start sicher auf den Gewässern von westlich von Midtown, Manhattan, wobei alle 155 Menschen an Bord überlebten. Dieses Ereignis wurde als das Wunder vom Hudson bezeichnet. Aber ich bin schon mal sehr gespannt auf die ganzen anderen Events. Clear to land. Runway 04. Clear to land. So, jetzt müssen wir hier mal die ganzen Landungen irgendwie koordinieren. Fly heading 105. Traffic. Traffic. Ja, du fliegst mal nach oben. Es ist gerade ein bisschen viel los hier. So, flieg du mal so rein. Du auch so. Es ist gerade ein bisschen eng hier mit den beiden. Vermutlich wird es da wieder krachen. Oh, ich sollte auch noch Flugzeuge starten lassen. Oh, ich hoffe, das geht. Fly heading 335. Okay, die kommen rein. Clear to land. Runway 04. Und dann unbedingt Flugzeuge hier rauslassen. Ah, beschleunigen wir uns Luftraum. Oh, mal Luftraum. Okay, wisst ihr was? Nee, ich flieg's mal so lang. Fly heading 055. Und dann starten wir jetzt erstmal Flugzeuge. So, komm, 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 komm. Clear for takeoff. Runway 04. Clear for takeoff. Und der nächste. Runway 31. Clear to land. Runway 04. Hier kommt's rein. Du bitte auf blau, du bitte auf rot. Clear to land. Clear to land. Du landest einmal auf den hier. Okay, und dann gerade die nächsten Flugzeuge. Runway 22, clear to land. Ah, du fliegst mal von da hinten. Cleared for takeoff. Runway 04. So, du gerade der nächste bitte. Du bitte dahin, du fliegst nach oben. Und er da bitte auch da rein. Jetzt langsam stressig. Oh, oh, oh. Warte mal, du drehst bei. Fly heading 205. Die kollidieren wir hier sonst. Fly heading 320. Du auch da rein. Traffic. Traffic. Ach, mit dem Kollegen, okay. Runway wir starten. Cleared for takeoff. Also ihr seht, es ist schon nicht ohne. Runway 04. Traffic. Traffic. Oh, gerade noch ausgegangen. Vector to destination. 76 Flugzeuge momentan. Es ist Stress langsam. Ja, was mit dir? Ja, ich muss halt einfach die Runways besser ausnutzen hier. Ja. Landen. Nee, falsch. Landen. So, du fliegst nach oben. Rejecting takeoff. Traffic on the runway. Ja, das knapp. Cleared for takeoff. Runway. Geht sich das aus? Nö, geht sich nicht aus. Okay, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Karte. Aber immerhin 83. So, jetzt wären wir in Pudong, Shanghai. Wir haben hier zwei Runways. Das sieht ja soweit easy aus. Und da hinten haben wir die orientalische Perle. Das ist eine Flugverbotszone. Da dürfen die Flugzeuge nicht reinfliegen.
gehen wir ins Riss mal ganz kurz. Er wird gleich dahin fliegen und sich dann beschweren, dass er da nicht hin darf. Muss mal schauen, wie ich hier die Strategie mache. Ob ich sie alle in eine Richtung schicke oder ob ich einen Runway nur für Landungen mache. Wir werden sehen. So, der nächste, der starten kann. Mit Tasten 1 und 2 lässt sich das. Ja, da kommt er schon. Da kommt er nicht mehr hin. Kannst du. Fly heading 280. Unable, angle too steep. Unable, angle too steep. Okay, dann fliegt man nach oben. Du fliegst so runter. Clear for takeoff. Runway tree 4 left. Da bitte landen. Clear to land. Runway 1 6 geht jetzt right. Bei ihm. Vector to destination. Clear to land. So, den Kollegen hier bitte. Und ich hoffe, es kommt im Video. Wir haben auch teilweise Go-Arounds, wenn die nicht landen können. Mit dem müssen wir dann auch noch umgehen. Fly heading 115. Bitte einmal so. Oh, hab ich jetzt schon Chaos hier. Cleared for takeoff. Starten. Ups, fly nein, scheiße. 265. Was mache ich da? Vector to destination. So, zum Waypoint bitte. Fly heading fliegst nach oben. Watch flight restriction. Clear to land. Fly heading tree 55. Jetzt kann der Kollege da rein. Du Runway startest bitte. Left. Cleared for takeoff. Doch nicht ganz so ohne hier. Vector so, ab zum Waypoint. Runway 16 left. Ah, ich muss das hier besser koordinieren. Ja, ich weiß. Einmal umdrehen, bitte. Du fliegst nach oben. Mal schauen, ob ich den nicht. Ich glaube, es macht Sinn, wenn die alle von oben kommen. Andererseits unten habe ich mehr Luft. Okay, Haltewegepunkt. Flugzeug erhält automatisch diesen Wegepunkt. Ich glaube, ich mache das mal. Vielleicht eh gerade hier oben so. Da können die da im Kreis fliegen. So, ab zum Wegpunkt. Du kannst den Waypoint mal anfliegen. Dann macht er hier so einen Kreis. Und sobald wir ihn hier rausholen, fliegt er dann wieder nach unten. Da oben kommt dann eh gerade schon das passende Flugzeug. Bitte Gott, belegte Landung. Start für dich, Nummer grün. Und trotzdem müssen wir da oben aufpassen auf Kollisionen. Okay, der nächste Grüne, bitte starten. Wenn gerade sonst keiner kommt, kannst du da unten rein, du startest. Vector to destination. Gut, Kollege, du startest mal so hoch. Traffic. Traffic. Was? Traffic? Clear to land. Wegen ihm da. Gut, dann machen wir jetzt hier mal eine Ausnahme. Du fährst bitte genau fahren, ne? Du fliegst mal so runter. Na, weißt du was? Du startest vorher nochmal. So viel zur Ordnung. Vector to destination. Okay, 18 Flugzeuge. Ja, bitte starten, du landest auf links. Und gerade hinterher, bitte. Und wir haben alles unter Kontrolle. Blau, bitte hinterher. Luftraum, Wartezone. Ermöglicht Flugzeugen, die hinter der Warteschleife vorsichtigen Abflug. Ne, machen wir Wartezone. Spielraum.
Clear to land. Du einmal so rein. Runway tree four gelb right. In die Richtung, clear bitte. Vector to destination. Und du bitte gerade hinterher. Right. Cleared for takeoff. Okay, bitte einmal Warteschleife anfliegen. Vector to destination. Runway 16 left, cleared for takeoff. Vector to destination. Cleared for takeoff. Was noch schön wäre, ist, wenn man gewisse Meldungen vielleicht filtern könnte, wenn man sagt, man will jetzt da nicht alles hören. Clear ja, ich glaube, du kannst schon Runway direkt... 16 right. Na komm. Clear to land. Runway mach du mal rechts. Left. Hudong Control, good day. This is China Eastern 9019er. We are about to carry out a test flight at Pudong Airport and will follow your instructions. Aha. Wie genau sieht das aus? Okay. Gut, bitte. Oh, das ist der Testflug. Hey, Moment, du fliegst mal nach da unten. We have taken off and expect to land back at Pudong after reaching the destination waypoint. China Eastern 9019er. Okay, cool. So, landen bitte. Du fliegst nach oben. Rot, bitte starten. Du auch bitte starten. Ja, sehr geil. Also ich muss schon sagen, das macht schon richtig Laune, wenn man so Events hat. Oh, und das dann mit der Höhe. Oh, ich werde das so verlieren dann, im Hardcore-Modus. This is China Eastern 9019er. Our test flight is going smoothly. We are now requesting to land at Pudong Airport. Thank you. Yo, das machen wir. Warte ein bisschen Geduld, bitte. Priorisiere die Abfertigung von VIP-Flugzeugen mit speziellen Rufzeichen. Je früher VIP-Flugzeuge abgefertigt werden, desto mehr Punkte werden vergeben. VIP-Flugzeuge verfügen über einen Punktebonus. Wird nach dem Rufzeichen angezeigt. Jedoch verdient sich der Bonus, wenn sie halt länger brauchen. Okay. Wird der nächste Flieger dann so einer sein. So, blau nach blau. Du bitte nach da. Ja. Okay. Ab in die Warteschleife mit dir. Rot, bitte starten. Und so jetzt? Yes. Gut, gut, gut. Rot, bitte nach rot. Gelb, bitte nach gelb. Du fliegst mal nach so, bitte. Und Landeanflug bei dir. Pudong Control, 9019er has landed. Thank you for your service. Goodbye. Ja, immer gerne. Freut mich, dass alles geklappt hat. Comac C919. Die C1, also 919 ist ein Schmalraumflugzeug, das von der Commercial Aircraft Corporation of China für kommerzielle Zwecke auf mittel- bis kurzen Strecken entwickelt wurde. Es bietet Platz für 158 bis 168 Passagiere und hat eine maximale Reichweite von 5555 Kilometer und hat das Ziel, das Monopol auf dem Globalmarkt für Verkehrsflugzeuge zu brechen. C steht nicht für China, sondern weist auch eine enge Verbindung zu A, Airbus und B, Boeing auf, was auf erheblichen Wettbewerbsdruck hinweist. Wie wird die Leistung der C919 sein? Die gesamte globale Luftfahrtindustrie beobachtet die Entwicklung aufmerksam. Also was ganz brandneues. Cool. Flight restriction. Ja, ich weiß. Kein Stress. Cannot comply. Angle to fly heading 010. So, du fliegst bitte auch noch da oben. Runway 16 rot starten und gib Gas. Runway 16 left, cleared to land. Oh, blau starten. 45. Nice. Rot bitte nach rot. Blau bitte nach blau. Okay, dann machen wir das mal ein bisschen steiler hier.
Perfekt. Wir haben jetzt einen Waypoint. Runway 16 left, clear to land. Momentan ist der rechte gerade ein bisschen praktischer für die ganzen Landungen. Vector to destination. Clear to land. Runway tree 4 left. Okay, und rot hinterher. Oh, gleich zweimal rot, das passt mir ganz gut. Wir starten. Right. Cleared for takeoff. Runway tree 4 right. Okay, Abflug-W-Punkt brauche ich mal nicht, aber ich hätte gerne einen größeren Luftraum. Einmal dahin, einmal dahin. Du landest da, du startest auch bitte. Und start. Du bitte einmal in die Richtung. Und start. Runway 34 right, cleared for takeoff. Traffic. Alles mit der Ruhe. So, du landest hier. Orange starten bitte. Du landest am Flug. Und auch du bitte hinterher. 58, es läuft. Okay, und der wird von unten reinlanden. Ah, shit. Kann er nicht vorziehen, hab das Upgrade noch nicht. Und einmal so rüber. Blau hinterher. Nice, grün. Du bitte lande am Flug. Jetzt wird's eng mit dem hier. Orange. Start in die Richtung. Und dann werden wir dich auf dem Runway landen lassen. Ausnahmsweise. Wobei komm ich gerade hinterher. Fly heading 240. Vector to destination. Ah shit. Kriege ich dich jetzt dahin? Fly heading so bitte. Vector to destination. Watch boundary, watch boundary. Vector to destination. Traffic. Okay, muss nach oben. Krieg ich sonst nicht hin. Fly heading tree 20. Wähle ein Upgrade. Ermöglicht Flugzeugen, die hinter der Warteschirm. Oh ja, bitte. Wobei engere Kurven. Na, ja, engere Kurven. Fly heading 165. So, Landeanflug, du bitte einmal dahin. Clear to land. Wo hab ich dich jetzt hingeschickt? Da, ne? Clear to land. Runway tree 4 left. So, grün starten. Orange starten. Traffic, traffic. Fly heading 105. Das geht auch nicht. Geil. Vector to destination. Fly heading nach oben. Clear to land. Runway tree 4 left. Ja, so geht's aber. Runway tree 4 right. Cleared for takeoff. Okay. Runway tree 4 hinterher. Right. Cleared for takeoff. Vector zum Waypoint bitte. Vector bitte einmal da drauf. Clear to land. Runway tree 4 right. Runway tree 4 und right. Hinterher. Cleared for takeoff. Gut, Waypoint bitte. Traffic, traffic. Waypoint. Traffic. Okay, da oben. Es wird voll landen, dankeschön. Runway 16 right. Vector to destination. Traffic. Ah, ich wünsche, ich könnte jetzt die Geschwindigkeit einstellen von Runway den Kollegen hier. Runway 16 left. Cleared for takeoff. Lege du bitte nach unten. Vector to destination. Vector to destination. Einmal Warteschleife bitte für dich. Und starten.
Und der nächste Start. Vector to destination. Sehr gut. Nach oben bitte. Vector to destination. Clear to land. London, London. Wobei, mach du den Runway bitte. Starten bei dir, du bitte nach da oben. Alles im Griff. Noch. Okay, und Waypoint. Waypoint. Clear to land. Landen bitte. Wartezone. Ja, bitte Wartezone vergrößern. Vector to waypoint. Vector to waypoint. Runway 16 left. Starten. Cleared for takeoff. Cleared to land. Mal darauf bitte. Runway 16 left. Cleared for takeoff. Vector to destination. Waypoint bei dir und auf Vector to destination. Traffic. Okay. Clear landen. To land. Runway 16 left. Vector to waypoint. Fly heading train. Kannst du jetzt nach da oben, ohne dass ein Problem ist. Okay. Runway 16 left. Clear to land. Clear to land. Perfekt. Yeah, 89. Rot, starte in die Richtung. Traffic, traffic. Mit ihm? Traffic, traffic. Vector to destination. Und der nächste Flieger. Warteschleife bitte. Vector to waypoint. Traffic, traffic. Unable, angle too steep. Cannot comply. Angle to fly heading 205. Okay, dann flieg nach da oben bitte. Orange starten. Runway du starten. Left. Cleared for takeoff. Landen. Fly heading 305. Weil, guck mal, da traffic. Landen. Da landen. Vector to Warteschleife. We are unable. Angle too steep. Aber jetzt. So, Richtung traffic. Warteschleife. Traffic. Vector to destination. Vector to destination. Fly heading 315. Kinder. Clear da landen. To land. Danke. Runway tree 4 left. Jetzt wird's ein bisschen zu viel. Ah, du bitte komplett nach oben. Clear to landen. Land. Runway 16 right. Nee, nicht landen. Du landest clear to land. Hier bitte. Runway 16 left. Clear to land. Du darfst hier da. Du kannst starten. Dann krieg ich da grün noch dahinter? Nee, ne? Vector to destination. Junge, Kollege, nach da oben bitte. So, du kannst hier landen. Beschleunigen Luftraum. Ja, größerer Luftraum bitte. Traffic, traffic. Vector to waypoint. Vector to waypoint. Vector to waypoint. Alle zu dem Waypoint bitte. Okay, runway Flugzeuge müssen raus. Cleared for takeoff. Ich habe fast keinen Platz mehr. Fly heading 330. Runway 16 left. Cleared for takeoff. We are unable. Traffic. Angle to traffic. We are unable. Angle too steep. Traffic. Traffic. Ja, ich weiß. Clear to land. Probier es mal so und Team bitte hinterher. So, du da rein. Alles unter Kontrolle hier. Runway 16 left, clear to land. Okay, da runter bitte. Und du in die Warteschleife bitte rein. Willst du mir jetzt da kollidieren? Oh shit, da kracht's jetzt. Das habe ich übersehen. Okay. Aber immerhin 108. Es gibt Achievements bis 999.
Holy shit. Ich glaube, das ist dann echt nur was für Pros. Okay, ich würde mal sagen, ich zeige euch mal die Hardcore-Variante, wo man dann hier in der Beta ist. Wir sehen uns im nächsten Schnitt. So, da habe ich mal die Beta gestartet und da werden wir gleich mit dem hier begrüßt, mit Mini Realistic Airways. Thanks for playing Mini Realistic Airways. Before you start, please go over the subsequent tutorial. Gibt auch ein Handbuch dafür. Sollen wir mal schließen. Altitude. Aircraft operates in low, normal or high altitude. The current altitude of an aircraft is displayed in the bottom left corner of the aircraft. Also, das Flugzeug kann entweder niedrig, mittel oder hoch fliegen. Aircraft arrives at high altitude and can only land with low altitude. Also, die kommen immer auf hoch an, können aber nur mit low landen. Starten tun sie immer auf low und gehen dann weiter auf normal bzw. auf hoch. Mit W oder S können wir dann dem Flugzeug sagen, ob es hoch oder runter gehen soll. Terrain hat keinen Effekt auf Flugzeuge, die auf hoch fliegen. Wird dann noch interessant. So, Aircraft operates in slow, normal or fast speed. Also, das Flugzeug kann langsam, normal oder halt schnell fliegen. Sie kommen immer in schnell an. Und, ah nein, Entschuldigung, Aircraft arrives at normal speed and can only land when at slow speed. Also, wir müssen sie dann entsprechend runterbringen. Starten in normal speed und wenn wir dann Shift und D und Shift und A drücken, können wir entsprechend die Geschwindigkeiten ändern. Okay. Ein Flugzeug kann auch leicht, mittel oder schwer sein. Arrival aircraft carry a limited amount of fuel. Fuel level is displayed at the top right corner of the aircraft. Also es ist jetzt auch der Sprit mit dabei. Light aircraft plane icon size is small. It will only have a max speed of normal and can only land with slow. Also leichte Flugzeuge kommen immer mit normaler Geschwindigkeit an und landen immer mit langsam. It has 50% faster turning speed and accounts for 2,5% of all aircraft. Also es ist 50% schneller beim Wenden und ungefähr 2,5% aller Flugzeuge sind die Leichtflugzeuge. Aircraft have 3 days worth of fuel. Also sie können theoretisch 3 Tage bei uns hier rumfliegen. Mittlere 3,5 und Heavy. Da sind die Icons auch groß und sie sind ungefähr 30% aller Flugzeuge und haben Sprit für 4 Tage, also Ingame-Tage hier. Okay, sometimes accidents do happen. Runway excursion happening leading to a runway closure. Aircraft may arrive with emergency fuel and need to land immediately. Aircraft may have an engine failure and need to return to the field immediately. Weather pattern shows up in some areas, turning low normal into a restricted area. Also, es kann sein, dass ein Flugzeug über den Runway drüber hinausschießt und dann wird natürlich der Runway gesperrt. Und natürlich auch Notfälle, die müssen dann sofort landen oder Engine Failures etc. Mal schauen, ob wir das sehen werden. Wind. Wind can affect aircraft's take-off landing performance. Wind direction is displayed in the top left corner of the screen. When aircraft are landing or taking off with a full tailwind, the go-around reject take-off probability is high. Reject takeoff go around probability drops to zero when the wind direction is at or below 90 degrees of the runway. Also da müssen wir dann entsprechend auf die Windrichtung achten und dann schauen, dass die richtig landen, weil ansonsten können sie nicht landen. Okay. Use step to hide show all the in-game text. When 2 aircrafts are about to crash, TCAS will command one to climb and the other to descend. Also wenn 2 Flugzeuge hier auf Kollisionskurs sind, dann sagt TCAS, okay, das eine Flugzeug soll steigen, das andere soll sinken, so aber in echt. When an aircraft is about to crash into terrain, GPBS will command the aircraft to climb. Also wenn wir hier Terrain haben und er ist zu niedrig, GPBS sagt ihm, okay, steig mal. You now start with 3 waiting area upgrades. Also wir haben hier 3 Plätze von Start an. Und wir bekommen die Upgrades doppelt so schnell als bis sonst. Aircraft flying out of bound now counts as restricted area violations. Also die Flugzeuge dürfen nicht so oft hier über die Grenze drüber gehen. Ansonsten kriegen wir hier Haue. So, das erstmal als Briefing. Ich würde sagen, wir machen das Ganze in New York. Starten das hier nochmal. Aber diesmal halt in realistisch. So, Wind kommt von links unten.
Wir starten mal. Das erste Flugzeug und da seht ihr gerade, Altitude ist high. Fuel 98%, Speed mittel. Der soll schon mal hier runtergehen. Cleared for takeoff. Runway 22. Du gehst nach oben. Waypoint. Und jetzt kann er natürlich auch hier so kreuzen, nachdem die da unterschiedliche Flughöhen haben. So. Vector to destination. Du gehst auf Low. Clear to land. Und einmal da rein. Und auf mittlere Position. Und Low landen. Und sobald der gelandet ist, lassen wir hier den nächsten starten. Du gehst auch schon mal runter. Start. So, auf Low bitte nach da oben. So, Speed runter. Luftraum vergrößern, ja bitte unbedingt. Vector to destination. Vector to destination. Clear to land. Runway 22. Perfekt. Gelb kommt dann gleich hinterher. Clear for takeoff. Runway 22. So, und nach oben. Nächste Kollege. Jetzt mal auf mittlere Geschwindigkeit. Perfekt. Es läuft. Fly heading 060. Und Start. Vector to destination. Cleared for takeoff. Runway tree one. Oh, einmal auf Low bitte bei dir. We are unable. Angle too steep. Gut, dann weiter nach oben. Vector to destination. Wie schaut's jetzt aus? Runway 22. Clear to land. Funktioniert. Gut. Speed increase. Möglichst Flugzeugen, die will ich das. Ja, ich glaube, ich habe eher gern so eine Warteschleife gern wieder. Und ich glaube, ich hätte gern hier, das erste. Man kann übrigens auch von dem die Richtung ändern. Ah, halt. Da bitte rein. Und als nächstes startet rot. Du gehst bitte eins runter. Da gehst du gleich zwei runter. Und Landeanflug. Rot. Bitte starten. Du noch da oben. Gelb, bitte starten. Es macht richtig Spaß. So, eins runter bei dir. Kannst eigentlich auch schon mal Gas geben. Cleared for takeoff. Runway 22. So. Unable. Angle too steep. Gut, dann flieg da so rüber, bitte. Du fliegst. Fly heading 235. Na, schau mal, ob du da landen kannst. Cleared for takeoff. Runway 22. Luftraum, halte Wegpunkt. Luftraum. Mehr Platz. Clear to land. Clear to land. Runway tree one. Clear der nächste Grüne hinterher. So, ab zum Waypoint bei dir. Destination.
Und dahin. Shit, von unten am Flugzeug. Finde ich jetzt aber nicht so prickelnd. Fly heading 080. Andererseits geht er mal mit dem Speed runter. Slow Speed bei dir. Cannot comply. Warum nicht? Cannot comply. Wegen an Speed jetzt? Achso, na, wegen der Höhe. Clear to land. Runway tree one. Sehr gut. Gelb startet. Cleared for takeoff. Cannot comply. Wow. Warum denn nicht? Runway tree one. Oh, jetzt. Cleared for takeoff. Einmal nach oben, ab zum Waypoint. Vector to destination. Ah, beschleunigen. Ja, machen wir beschleunigen. Cannot comply. Ja, gut, ist was ist. So, bei dir eins runter und bitte schneller fliegen. Fail to land. Go around. Wir haben ein Fail to Land. Gut, dann wirst du da so reingehen wie der andere Kollege. Vector to Waypoint. Waypoint bei dir. Grün, starten. Ja, Moment. Fly heading 090. Runway 22, clear to land. Waypoint. Gehst eins runter. Launch starten. Wenn sie jetzt gegen den Wind landen, müsste es ja wesentlich besser sein. Vector to destination. So, du gehst runter, der nächste clear grüne. Fly oh. Heading 080. Fly heading 095. Fly heading 005. Vector to destination. Du musst nach da oben, Kollege. Clear to land. Du bitte gerade direkt landen. Beschleunigen, halte Wegpunkt. Ne, machen wir beschleunigen. Für die Kurven. Cannot comply. Cleared for takeoff. So. Weg mit dir. Watch boundary, watch boundary. Ja. Fly heading 095. Vector to destination. So, Speed bitte verringern. Du ein bisschen mehr Speed, danke. Was war's? Du landest da. Du gehst erstmal in die Richtung. Gelb startet nochmal schnell. Du musst runter. Clear to land. Runway tree 1. Vector to destination. Das funktioniert. Das ist ja noch geil, wenn wir so Real ATC Sound mit dabei hätten, ne? Clear to land. So im Hintergrund. Ja, blau macht nicht Sinn. Okay, du bitte nach oben, bitte auf Low. Speed bitte runter. Navigationswegpunkt beschleunigen. Mach mal das hier. Shit. Er ist mit Rückweg gelandet. Okay. Hoffentlich kann es er. Du bist nach oben. Wir müssen Flugzeuge jetzt hier rauslassen. Rejecting takeoff. Traffic on the runway. So, wir starten. Fly heading tree 50. Starten. Takeoff. Runway 1 tree. Cleared to land. Sehr gut. Starten. Cleared for takeoff. Vector to destination. Du bitte nach da oben. Die müssen uns alle von da hinten rein. Fly heading 260.
Runway 13 cleared to land. Fly heading. So, nach da hinten, danke. Cleared for takeoff. Runway 13. Traffic, traffic. Ja, 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 ja. Du noch da oben, du bitte einmal so, du musst runter. Es ist echt nicht ohne. Einmal so. Also, Navigationswegpunkt, Wartezone. Machen wir mal Wartezone-Extension hier. Weißt du was, wir machen den Wartepunkt jetzt hier oben. Vector to waypoint. Klick da rein, du bitte auch. Und die beiden können jetzt eigentlich nur straight dahin. Vector to destination. Du gibst Gas. Clear starten. Takeoff. Und starten. Cleared for takeoff. Waypoint. Du bitte runter. Du kannst eigentlich direkt landen. 84%, 90% hier. Einmal rauf. Kollege. Ja komm, jetzt bisschen da. Da kommt der nächste. Weg, 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 bitte krach nicht, bitte krach nicht. Ah gut, er ist ja eh oben. Traffic, traffic. Bei wem? Bei ihm. Ah, fuck. Fly heading 200. Weg, 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 weg. Du landen, du fliegst nach da oben. Du dahin bitte. Clear to land. Alicia 1111. Okay, Abflug-Wegpunkt. Nach dem Abflug wird das Flugzeug sofort hinrichten. Nein, das will ich jetzt nicht. Navigationswegpunkt. Ah, warum eigentlich nicht? Die Navigationswegpunkte können Flugzeuge von einer bestimmten Position aus. Da kann ich also fixe Waypoints setzen. Was ist, wenn ich das jetzt mal hier mache? Und dann so in die Richtung. Wobei, ah, da kann ich auch der Altitude noch festlegen, oder wie? Oh, cool. So, Warteschleife. Du gehst jetzt einmal in die Warteschleife. Gehst mal runter. Oh, 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 das wäre knapp. Ja, geht sich's aus? Ja, sehr gut. Okay, dann werden wir jetzt hier mal Flugzeuge wieder starten lassen. Cannot comply. Einmal raus mit dir. Du back bitte nach da point. Oben. Cleared for raus take mit off. Dir. Runway 13. Vector to destination. Vector to destination. Du gehst bitte höher hoch. Was mit dir? Runway 13. Kritisch. Er muss runter. Und Landeanflug. Vector to destination. Nur eins hoch, du musst jetzt auch clear raus. Takeoff. Runway 13. Du gehst bitte ganz runter. Du landen. Wartezone. Rot, bitte starten. Runway 22. Das ist ein Medium. Der kann mal runtergehen. Clear to land. Auch mal landen, Medium. Unable. Angle too steep. Shit. Cannot comply. Und der nächste Heavy. Runway 22. Clear to land. Okay, der nächste ist clear. Vector to destination. Shit. Und den habe ich übersehen. Den auch. Ah, ne. Bei ihm geht's noch. Clear to land. Wieso kommen die jetzt alle von da hinten? Mann.
So, geht's hier bitte mal bitte auf Low. Er ist auf Low. Vector to destination. Fly heading 095. So, du gehst bitte auch runter. Cannot land. Going around. Ah, shit. Vector to waypoint. Rein in die Schleife. Fly heading 285. Und bei dem machen wir es dann so. Okay, starten. Schnell. Vector to destination. Ah, größere Luftrampe bitte. Er geht ganz nach oben. Und gelb startet. Du kannst jetzt mal landen. Traffic. Du gehst runter. Ganz nach unten. Wir sollten sich jetzt nicht im Weg sein. Theoretisch. Vector to destination. Landen bitte. Gut, das hat funktioniert. So, Landeanflug. Vector to destination. Scheiße, ich werd voll. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Shoot. Starte. On the runway. Ja, funktioniert nicht. Okay, das war's. Aber das ist jetzt quasi der Hardcore-realistische Modus und es gibt halt noch so viel mehr Sachen hier zum Entdecken. Ich kann euch das Spiel nur empfehlen, wenn ihr da sowas haben mögt. Und vor allem Mod-Support. Keine Ahnung, was da noch hinkommt. Ihr habt auch Custom-Karten, ihr könnt auch selber Karten kreieren. Sehr, sehr, sehr viel Potenzial und das für nur 10,99. Schaut euch das an. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen guten Flug. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.